Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu Crown Trick. Heute mal ein Video ohne Len 4, das gab es ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Rundenbasiertes Permadeath, Roguelike, RPG-Strategiespiel. Wir schauen uns mal das Intro an. Ja, das Intro ist ja schon mal sehr aufregend. Mal sehen, ob das Spiel auch das halten kann, was das Intro verspricht. Ich selbst habe mal ganz kurz reingespielt, wirklich nur die ersten zwei Räume, das werden wir jetzt gleich sehen. Natürlich fängt das Spiel mit einem Tutorial an. Und deswegen starten wir mal hier, seht ihr, was ihr gespielt habt. 12 Sekunden, ja, das ist jetzt wirklich nicht so lange gewesen. Aber dann finden wir halt gemeinsam heraus. Wie gesagt, rundenbasiert, I go, you go. Und anderen Spielen wie Rogue oder Dungeon Crawl, Stone Soup. Diese Art von Spiele halt. Und wir müssen aufwachen. Ja, das ist eins dieser Videospiele, wo wir mal aufwachen müssen. Das gibt's ja eigentlich kaum. Wache auf, du bist die Auserwählte. So, diejenigen, die nicht die Augen öffnen wollen, werden ihre Präsenz nicht erkennen. Wer ist da? Die Krone aus dem Intro. Wunderbar. Mit WASD können wir uns bewegen. Wie gesagt, ne, ich drücke eine Taste, dann gehen wir einen Schritt und dann werden wahrscheinlich die Gegner ran. Beziehungsweise zeitgleich. Gehen wir erstmal zu der Krone. Es war Schicksal, welches dich in dieses Reich geführt hat, El. Woher weißt du meinen Namen? Zumindest bist du vorsichtig. Hoffentlich wird die Ignoranz mit der Zeit akzeptabel. Wir sind momentan im Reich der Träume. Hier bin ich, was Menschen als allwissend bezeichnen würden. Ich weiß alles über dich, El. Deinen Namen, deine Vergangenheit und selbst den Grund für deine Reise in dieses Reich. Albträume haben Katastrophen und Chaos mit sich gebracht. Während Kreaturen auf der Erde in endlosen Schmerzen leiden, ist die Welt kurz vor dem Kollaps. Als die auserwählte Heldin trägst du alle Verantwortung auf deinen Schultern. Du bist dazu bestimmt, dich in das Unbekannte zu wagen und die ganze Welt zu retten. Wie weißt du das alles? Kontrollierst du dieses Reich der Albträume? Bist du derjenige, der das Leid und die Schmerzen der Menschen verursacht? Du ziehst voreilig falsche Schlüsse. Wie typisch das doch für deinesgleichen ist. Du befindest dich vor dem Beobachter und Wächter des Reichs der Albträume. Ich besitze keinen echten Namen, aber du kannst mich als Krone bezeichnen. Tut mir leid, ich war etwas vorschnell, aber es scheint, dass ich wichtige Arbeit vor mir habe. Wenn du wirklich bist, was du behauptest zu sein, musst du eine Ahnung haben, wer hinter all dem steckt. In der Tat, die Albträume werden von deinesgleichen verursacht. Einem, dessen Herz mit Gier erfüllt ist. Ein Mensch mit dem Namen Vlad. Weißt du, wo er jetzt ist? Immer Geduld, Mädchen. Leidenschaft wird nur zum Scheitern führen. Es begann mit verbotenen Opferriten, die im Wald, die von Vlad im Reich der Albträume durchgeführt wurden. Mit seinen zerbrochenen Siegeln ist die Kraft der Albträume ohne Kontrolle und verursacht Tod und Zerstörung nicht nur im Reich der Albträume, sondern auch in deiner Welt. Meine Kräfte können es nicht mehr länger kontrollieren. Von dem, was ich sehen kann, bist du auch nicht ausreichend vorbereitet. Ja, wir nehmen natürlich das Angebot an. Ich glaube, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Es ist nicht so, als würdest du mir eine andere Wahl geben. Wie beeindruckend. Dies ist das Weiseste, was du gesagt hast, seit du das Reich betreten hast. Setze mich auf, wenn du nichts dagegen hast. Lass uns sofort aufbrechen. Sehr schön. Kleines Mädchen, kleine Krone. Passt.
Sonderbar, dein Körper scheint jeden Funken Kraft absorbiert zu haben, den ich dir zur Verfügung gestellt habe. Was hast du mit mir getan? Wie unstet und mit fehlendem Glauben Menschen doch sind. Sei unbesorgt, Mädchen. Ich habe nicht die Absicht, dir zu schaden. Ich habe nur ein paar Zauber verwendet, um deine Reise einfacher zu machen. Du wirst es bald verstehen. Wenn du das sagst. Lass uns weitergehen. Das Schicksal beider Reiche liegt nun in deinen Händen. La 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 la. Das ist sehr schön. Albtraumwelt, die richtige Welt. Ja, was soll's. Ein kleines Mädchen. Mädchen können das schon. Das Reich der Albträume ist eine andere Realität, welche nach anderen Regeln wie deine Welt funktioniert. Zeit ist hier relativ. Sie vergeht nur, wenn du dich bewegst. Nimm dir also Zeit. Manchmal ist es mehr Sinn, macht es mehr Sinn, sich auf nähernde Gegner zu warten, als um Schutz anzugreifen. Dies ist die wichtigste Regel des Reichs der Albträume. Du solltest sie dir besser merken. Ich habe vor dir einige einfachere Mechanismen vorbereitet. Lass uns sehen, wie du dich schlägst. Ja, ist klar. Einfach bewegen. Mit X können wir Zeit vergehen lassen. Ja, das ist jetzt nicht das schwierigste Rätsel. Ich vermute mal, die werden schwieriger. In Zukunft. So, bis dahin hatte ich tatsächlich gespielt in meinem Spiel, auch wenn da nur 12 Sekunden gerade standen, bei dem Speicherstand. Bis hierhin habe ich gespielt und was jetzt kommt, ist auch für mich Neuland, wie Mutti sagen würde. Erfolgreich freigeschaltet, Anfänger, irgendwas, eine Waffe. Speer des Verteidigers, Angriff 23, was ist das, 5% Mana oder so. Zwei, so verstehe ich das zumindest, ne? Dass wir hier zwei Feldarbeit angreifen können. Standardausstattung für königlichen Speerkriegerwächter schreckt sogar weit entfernte Gegner ab. Nehmen, jawohl. Es scheint, dass du noch nicht stark genug bist, um mit echten Waffen umzugehen. Lasse mich dir erst einmal damit helfen. Dein erstes Ziel, zerstöre diese Kisten, damit wir voranschreiten können. Das kriege ich noch hin. Oh, Gold. Ah, Moment mal, mit der Maustaste kann ich angreifen. Ja, tatsächlich zwei Feldarbeit. Jetzt würde ich aber noch gerne wissen, wie sie sich umdrehen kann. Das brauchen wir noch gar nicht. Das können wir alles mit der Maus machen. Ich verstehe. Weil wenn ich jetzt nach hier rechts angreifen will, habe ich gedacht, dann muss ich erstmal nach rechts gehen. Aber dann bewegt sie sich natürlich auch rechts. Also nach rechts drehen, aber dann bewegt sie sich nach rechts. Ihr versteht schon. Ah, Hilfe! Ein Schleim. Natürlich! Okay, betäubt. Keine Aktion durchführbar. Wenn man durchbricht, das ist, erinnert mich so ein bisschen an Octopath Traveler, dann ist der Gegner dann also ausgeschaltet. Für den nächsten Turn. Oh, ich finde die Grafikeffekte, die sind ganz niedlich. Hat der mich schon gesehen? Ja, passt schon. Ja, dich erreiche ich natürlich nicht, oder? Denke daran, dass du auch die Richtung ändern kannst. Manchmal ist es eine bessere Wahl, als sich tatsächlich zu bewegen. Ah, mit Shift WASD. So kann man die Richtung ändern. Ich verstehe. Okay. Ja, dann greift sie trotzdem nicht. Man muss trotzdem in die Richtung mit der Maus klicken, die man greifen möchte. Perfekt. Ich bin der Schleimmörder. Das sind ja nur Schleims. Oh. Huhn? Oder was ist das? In einem echten Kampf ist eine gute Strategie, an seiner Stelle zu warten oder in die Leere anzugreifen, damit sich die Zeit bewegt. Klar, den Gegner auf sich zukommen lassen. Gegner haben keine andere Wahl, als den Angriff zu beginnen, indem sie sich nähern. Greife sie an, wenn sie in Reichweite sind. Also warten, warten. Ich kann nicht nur Slimes umbringen, ich kann auch Vögel töten. Bin nicht so gut zu Vögeln. Ah, immer wieder gut. Hier ist etwas, was für dich hilfreich sein könnte. Der Durchbruch von Gegnern macht seine Angriffe gegen sie noch effektiver. Du kannst den Durchbruchswert von Gegnern senken, indem du ihnen Schaden zufügst. Wenn der Durchbruchswert eines Gegners 0 erreicht, wird er betäubt und erleidet durch Treffer mehr Schaden. Wird um einen Punkt reduziert. Okay, Schild wird um einen Punkt reduziert, also die Abwehr. Gegner wird durchbrochen, wenn 0 erreicht ist. Ah, er wird betäubt und er leidet mehr Schaden. Okay. Jetzt haben wir den aber gerade vorher getötet, oder? Bevor wir ihn durchbrechen konnten. Jetzt konnte man durchbrechen. Verstehe ich noch nicht so ganz. Jetzt ist hier der Wert 3. Jetzt noch der Wert 2. Von
2 auf 0 gegangen. Naja, was soll's. Sagen wir, unsere Kläne, die ist so am Funkeln hier, beim Levelaufstieg oder so. Naja, das hätte er wahrscheinlich schon gesagt, oder? Weiter, 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 weiter. La la la. Oh. Ein Gegner ist verwundbarer, wenn er auf dich zustürmt oder um dich herumsteht. Du kannst ihn dann schneller durchbrechen. Okay, nochmal. Angriff kann Durchbusswert weiter reduzieren, wenn 2 Pfeile Schild oder 3 Pfeile Schild erscheint. Es erscheint, wenn Gegner anstürmt oder in der Umgebung von L ist. Okay. Einfach draufhauen. Mir doch egal. Ich meine, das war ein Bogenschütze. Warum sollte der eigentlich zurück wollen? Den gibt es mir jetzt noch nicht so richtig viel Sinn. Oh, was haben wir da? Ah, da sind wir unsere komischen blauen Katzenviecher aus dem Intro. Oh, ja, nicht alles in dich reinschieben. Diese Flasche beinhaltet Wasser von wundersamen Heilbrunnen. Ein Schluck mit dem von dem Elixier bewirkt Wunder für deine Gesundheit. Ja, aber das möchte ich jetzt noch nicht benutzen. Ich habe gerade mal 9 Lebenspunkte verloren. Aber muss ich, oder? Yeah, Gott. Gibt's doch nicht. Geht das nochmal? Das hat sich natürlich gelohnt. Oh, blaue Katzis, Viecher. Sahen zumindest aus wie Katzen. Okay. Runter in den Dungeon. Hm, naja, bisher ganz nett. Ich mag ja dieses Rundenbasierte. Das überlege ich gerade, da gab es mal ein Spiel, was so ähnlich war, auch mit sehr viel Humor. Aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Das kann ich, glaube ich, dasselbe als Let's Play habe auf meinem Kanal. Da ging es halt auch durch Dungeons und man hat viel gelootet. Irgendwas mit Loot, ja. Loot war im Name. Man konnte viel looten und dann auch aufsteigen im Level und immer mächtiger werden. Und dann auch, wenn man gestorben ist, halt Permadeath, dann war vorbei. Ja, ja, muss ich mal wieder gucken. Das war ein tolles Spiel. Ob ich das noch finde. Dies sind Beamschuhe, die dir erlauben, dich sofort an einem bestimmten Ort zu begeben. Die Nutzung ist aber beschränkt. Plane ihre Nutzung gut. Das Nutzen vom Beam verursacht keine Runden. Verbraucht keine Runden. Verbrauchbare Beamchancen werden auf dem Beambalken unter L angezeigt. Ich will mich aber nicht beamen. Okay. Okay, kann ich jetzt einfach weitermachen? Ich will das nicht verbrauchen. Achso, hier sind wir 4 Benutzungen noch, ne? Genau. Oder 4 Felderarbeit. Beam ihn nicht an eine Position in 4 Felder ohne Verbrauch. Einer Runde. Egal, das will ich jetzt noch nicht benutzen. Das scheint mir wichtig zu sein. Beam ist auch nützlich, wenn L über Felder will, die mit Elementareigenschaften blockiert sind. Klar. Schwupp. Schwupp. Tolle Schuhe. Will ich auch haben. Nee, ich will dich nochmal beamen. Oh, okay. Okay, waren das jetzt gerade Gegner, die auf mich zurennen wollen? Rennen wollten? Hat sich die Schuhe jetzt wieder aufgeladen? Ja, ne? Auch wenn meine Kräfte sehr schwach sind, kann ich trotzdem die Energie deiner Beamschuhe auffüllen. Aber nur, weil wir hier an der Grenze zu den Albträumen sind. Du wirst später auf dich allein gestellt sein. Okay, das ist aber nett von dir. So. Blöde Vögel. Ja, komm hier mal. Renn durch das Feuer. Ja, Vögel halt, ne? Sind wahrscheinlich Dodos. Aber hat er gesagt, wann er die auffüllt? Immer wenn wir in einen neuen Raum reingehen? Oh. Oh, 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 oh. Ein Drache. Na klar. Wir sind im Tutorial und gib mir mal einen Drache als Gegner. Was ist los mit dir? Begleiter sind stärker als normale Gegner. Gib besonders Acht, wenn du mit ihnen zu tun hast. Der Feuerspeier. Mhm. Aha. Können wir doch bestimmt irgendwas... ...mit den Kisten hier machen. Okay, ich verstehe. Ah, okay, das war wahrscheinlich nicht ganz so wie geplant. Aber okay, okay, kein Problem. Echt nicht schlecht. Denke daran, Begleiter, die in Albtraumreich von dir besiegt werden, kannst du verwenden. Oh, können wir hier Seelen sammeln? Ist ja wie in
Castlevania. In Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, so war das, glaube ich. Da konnte man, glaube ich, auch seelende Gegner sammeln. Feuerspeier, was kann der denn? Feuerschuss und heftiges explosives Fass. Platziert ein explosives Fass, welches Angriff explodiert, bewirkt 145 Lavaschaden und 3x3 Bereiche herum und erzeugt Feuer. Ja, das Spiel gefällt mir immer mehr. Begleiterfähigkeiten 1 und 2 will ich jetzt aber nicht benutzen. Mann. Ne, dafür gehe ich jetzt gleich in den nächsten Raum rein, wie gesagt. Ja, ich verstehe schon, Feuerschuss auswählen und hier können wir um uns herum Feuer erzeugen. Das hört sich doch schon mal mächtig an. Klar, wahrscheinlich haben wir den mächtigsten Gegner gerade im Spiel besiegt. Alles andere ist keine Herausforderung mehr für uns. So. Können wir das anzünden? Nochmal eins und dann halt nochmal ein Warten. Ja, burn! Ja, das war der Plan. Oh, ja, die Lampen an. Eine gute Leistung. Du hast aber noch einen weiten Weg vor dir. Werde nicht übermütig. Mhm. Lass mal bitte das Feuer ausgehen lassen. So. Wo auch immer es jetzt hingeht. Sieg. Yes. Wunderbar. Spiel besiegt. Wunderbar. Durchgespielt. Ja, das war Crown Trick. Okay. Gold erhalten. Besiegte Gegner. Das Gold können wir doch bestimmt irgendwo ausgeben, ne? Ah, wenn wir jetzt mal so eine kleine Stadt aufbauen könnten. Oder in unserer Burg oder so. Dass wir die erweitern könnten. Das wäre natürlich jetzt auch noch cool. Wir sind ja eine kleine Königin, ne? Muss man ja wohl sagen. Hier sind wir. Was ist das für ein Ort? Die Halle der Wiedergeburt. Du kannst sie dir als Sicherheitsraum zwischen den Reichen der Albträume vorstellen, welcher undurchlässig über die Gefahren da draußen ist. Hier können wir in andere Traumreiche reisen und die Kreaturen darin bekämpfen. Und wie sollen wir das tun? Es gibt keine Türe nach draußen und wir sind mehr oder weniger hier drin gefangen. Unkontrollierte Naivität ist dasselbe wie Ignoranz. Träumen Menschen durch das Durchschreiten einer Tür? Wir werden problemlos durch Einschlafen im Traumreich reisen können. Vielleicht versuchst du es mal mit dem Schreibtisch. Ich will mich erstmal umgucken hier. Was haben wir denn hier? Baum? Ach, das sind bestimmt hier die Bereiche, die man freischalten kann, ne? Oder? Entweder geht es denn hier in verschiedene Traumreiche? Was ich aber nicht glaube, dafür müssen wir ja schlafen, hat er gerade gesagt. Oder geht es dann zu irgendwelchen Werkstätten, Schmieden oder so? Ja, ich mag das schon. Ich mag das jetzt. Also mir gefällt der Grafikstil unheimlich. Die Grafikeffekte beim Kämpfen sind toll. Unser Charakter ist ganz niedlich, den wir haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir träumen können. Zack 1, Reich der Albträume. Ganz allein im Albtraumreich aufwachen, stößt L auf eine sonderbare Krone, die behauptet, der Wächter der Albträume zu sein. Nach ihr können die Katastrophen, welche beide Königreiche beeinträchtigen, auf einen Schurken mit dem Namen Herzog Vlad zurückgeführt werden. Der Herzog befindet sich nun irgendwo in den Albträumen. Ihn zu besiegen scheint der einzige Weg, beiden Reichen Frieden zu bringen. Das ist schön, das haben wir aber gerade gehabt, ne? Und sie geht wieder pennen. Gute Nacht. Ne, soll sie tun. Fragen wir, ob wir hier unsere Waffe noch haben. Blöd, wenn wir jetzt ohne Waffe losziehen müssen. Oh, ansonsten nehmen wir halt einen Fisch mit. Turm der Sünder. Also komm, das spielen wir jetzt noch hier. Axt des Salzwassers. Wie geil ist das denn? Fischaxt. Axtfisch. Getrockneter, salziger Fisch schmeckt so furchtbar, dass er zu einer Waffe umfunktioniert wurde. Wird dich sicher das Interesse an Meeresfrüchten verlieren lassen. Dabei fällt mir ein, ich könnte mal wieder Muscheln essen gehen. Ich kann jetzt nicht beide Waffen aufsammeln. Das Kettenschwert ist nicht ganz so stark. Wir wissen immer noch nicht, was hier das bedeutet, aber ich denke, das ist Mana. Irgendwas mit Mana, ne? Oder mit Mana wieder auffüllt oder so. Wirkt durchnässt bei allen angegriffenen Zielen. Das ist das, die Axt des Salzwassers, also der Fisch. Erhöht Crit-Chance um 5. Schaden wir 2 Zeilen erzielen, okay? Und Angriffe verfehlen nie. Nee! Bald erstmal den Fisch. Was machen wir hier? Begleiterkristall, den Feuerspeier. Ah, okay. Wir können natürlich nicht alle Begleiter mitnehmen, die wir gefangen haben oder besiegt haben. Aber dann nehme ich natürlich hier den Feuerspeier mit. Ist ja wohl klar. Den zweiten könnten wir wohl auch noch mitnehmen. Kann ich das alles kaputt machen? Yeah. Das ist natürlich auch gut mit diesem Rundumangriff. Muss die Gegner auch mal umzingeln. Erstmal alles kaputt hauen, wie es das gehört. So.
Immer wenn du einen Gegner durchbrichst, werde ich einen Teil seiner Energie für dich absorbieren. Wenn du, bevor die Kraft verschwindet, einen weiteren Gegner durchbrichst, wirst du stärker. Du kannst rennen und Schnelligkeit und Energie sammeln. Du wirst nicht nur schneller, deine Beamschuhe werden auch aufgeladen. Daher ist es hilfreich für uns, wenn Gegner kontinuierlich durchbrochen werden. Gib im Kampf, was in dir steckt, Mädchen. Okay. Ja, komm her. Mach euch splatt. Aber die sollen sich nicht wehren. Achso, der lebt noch. Entschuldigung. Wie ist das hier mit der Aufladung hier? Bleibt das jetzt die ganze Zeit hier in der Anzeige? Ja, ich wollte schon gerade sagen. Ja, ist gut mit dem Durchbruchzähler. Danke für den Hinweis, habe ich eh nicht verstanden. Oh, da ist er gerade als Geist aufgegangen. Wie niedlich. Naja, nicht für den toten Frosch, aber für mich. Was haben wir hier? Unsteter verstärkter Schild mal 3. Erzeugt ein 50 Trefferpunkte Schild für 3 Runden. Sollte der Schild vor Ende der Dauer keinen Trefferpunkt mehr haben, wird der Anwender für eine Runde betäubt. Nehmen wir. Was du aufgehoben hast, wird uns in Zukunft sicher helfen. Hebe es für eine Notsituation auf. Ja, danke. Nutze Item. Nee, das will ich jetzt noch nicht. Also müssen wir das auch noch in einer, wie er schon gerade sagte, in der Notsituation benutzen. Die jetzt wahrscheinlich im nächsten Raum kommt oder so. Was haben wir hier? Gold. Gold ist mal gut. Scharfe Klinge, Reliktkampf. Wenn Gegner mit weniger als 25% Trefferpunkte angegriffen werden, wird der erzielte Schaden um 20% erhöht. Noch etwas. Ich werde immer deinen Status während unserer Reise überwachen und alles aufzeichnen, was du in den verschiedenen Traumreichen siehst. Wenn du etwas vergisst, komme einfach zu mir. Nur durch ständiges Lernen werden wir unser Ziel erreichen. Das, was ich jetzt gerade aufgehoben habe, war das jetzt auch eine Eigenschaft? Sehe ich das irgendwo? Charakterinfo I. Schauen wir doch mal. Das ist die gute L, ja, das ist das Relikt, was wir gerade aufgehoben haben. Welches wir wahrscheinlich auch verlieren werden, wenn wir mal sterben. Man kann das Ganze übrigens auch mit Gamepad spielen, aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr Don't Starve gesehen habt, mein Gamepad zickt rum. Ich brauche ein neues sozusagen. Also schenkt mir eins, danke. Waffen, okay. Warum sind hier einige Waffen schon eingetragen, obwohl wir die noch gar nicht entdeckt haben. Ist egal, Relikte, das kennen wir auch schon. Wo ist gerade das denn, was wir aufgehoben haben? Es gibt auch 1000 Sachen hier, ne? Das ist schon wieder geil, das alles zu sammeln und alles mal zu entdecken. Immer auch wieder wochenlang mit beschäftigt. Jahre! Erfolge, Enzyklopädie. Gibt es ein... Ja, gibt es. Bestiarium. Ich liebe ja Bestiariums. Liebe ich. Das lese ich immer sehr gerne. Ein Flammenvogel war das. Okay, ja, weil er in Flammen aufgegangen ist. Versteht er? Versteht er? Der Feuerspeier, das war der Boss, gegen den wir gekämpft haben. Den ich für einen Drachen gehalten habe. Ja, mein Gott. Drachenspeien auf Feuer, von daher passt schon. Diese Vorrichtung, die Wegpunkte genannt werden, sind im Reich der Träume ganz normal. Sie sind zur Nutzung verfügbar, wenn sie erleuchtet sind. Die Nutzung von Wegpunkten kann während einer Reise immer eine Menge Zeit sparen. Okay. Kann ich jetzt nicht fliegen? Da muss ich ihn wahrscheinlich einfach nur einmal gesehen haben. Dann kann man die benutzen. Okay, gehen wir mal zum Ausrufezeichen. Auch wenn Begleiterfähigkeiten und Beam sich als sehr hilfreich erwiesen haben, solltest du zurückhaltend mit dem Einsatz sein, wenn du wenig MP oder Beam-Versuche hast. Es liegt wohl in der Natur der Menschen, sich ohne Grund Sorgen zu machen. In meiner Gegenwart musst du aber keine Angst haben. Da ich deine MP- und Beam-Nutzung voll auffülle, jedes Mal, wenn du ein neues Gebiet betrittst, kannst du dich darauf konzentrieren, die Gegner vor dir zu besiegen. Okay. Dann benutzen wir nochmal unsere Fähigkeiten. Der verbrennt da oben, das ist gut. Ach, das ist ein Besen, ist das. Komm her. Besen, Besen, sei es gewesen. Sehr schön. Oh, was ist das? Was war das gerade? Ich habe irgendwas aufgehoben. Rolle des Meteorhagels. Beschwört einen Hagel aus Flammen, bewirkt Feuerschaden in einem 3x3-Bereich, der zu brennenden Feldern wird. Das nehmen wir. Man war jetzt gerade nur so blöd zu sehen, was genau hier hinter der Säule ist. Guck mal, L versteckt sich. Hihi. Ja, toll. Ja. Gut, L. Weiter geht's.
Also müssen wir überhaupt erreichen, den Ausgang? Ich meine, wir werden sicherlich jetzt nicht diesen blöden Flat hier treffen. Wer auch immer das ist, sie befreien. Barbara, tausend Dank. Kennst du hier einen sicheren Ort? Bitte nimm mich mit dir. Ich bin sicher, dass meine Fähigkeiten von Nutzen sein können. Ah, wahrscheinlich die ersten, die bei uns dann arbeiten wird. Erfolgreiche Freischaltung, Grenzealchemistin Barbara. Das haben wir getan. Tausend Dank, das ist ein sicherer Ort. Ja, was haben wir hier oben? Reliktentwurf, konservierte Luft. Das sind wahrscheinlich diese... Das wird er uns jetzt erklären. Das sieht wie ein Entwurf aus. Ist ein Entwurf für ein Relikt? Müssen wir dafür zu einem Schmied gehen? Vergiss nicht, dass wir im Reich der Träume und Fiktion sind. Bestimmte Anomalien sind in der Formbarkeit ihres Stoffes dieser Welt begründet. Es gibt ein besonderes Wiederherstellungsgerät in der Nähe des Händlers in den Traumreich Dimensionen. Übergebe hier deine Entwürfe und deine Dinge werden in den nächsten Träumen erscheinen. Oder Albträumen, wer weiß. Sehr gut. Ab zur Kiste. Und? Ach, immer diese Spannung. Bevor das Ding aufgeht. Was ist das? Waffensperre, Schloss von Oneos. Beschwöre zufällige Waffe. Oh. Okay. Das Grüne hier, das scheint mir doch dann irgendwie eine seltene Waffe zu sein, oder? Schattenkunai, einziges Gewehr oder Speer des wilden Donners. Erste Kugel hat 30% Chance auf Einfrieren. Okay, bewirkt massiven Schaden, wenn Ziele angegriffen werden, die nicht in Kampfzustand sind. Also die noch schaden, wenn wir die überraschen. Die noch schlafen, wenn wir die überraschen. Wenn du mit dieser Waffe angreifst, reduzierst du Trefferpunkte. Okay, okay, okay. Ich nehme den Schattenkunai. Achso, nee, doch. Wie sehe ich das, dass das ausgewählt ist? Ist dann einfach nur ein bisschen heller. Okay. Also der Fisch war ganz nett, aber wenn wir so eine geile Waffe hier kriegen... Das ist so eine Doppelwaffe ist das, oder? Mach ich das nur... Okay, der greift jetzt natürlich nicht mehr mit dem Rundumangriff an. Ah, okay. Man sieht auch immer die Gegner, was die vorhaben. Was kann ich noch machen? Einsatz nicht möglich, Einsatz da nicht möglich. Okay, das ist nicht gut, wir müssen kämpfen gegen das Viech. Ich glaube, ich stelle mich gerade nicht so gut an. Ah, warum springe ich denn nicht weg? Ich vergesse immer, dass ich die Stiefel habe. Unsteter versteckter Schild, den benutzen wir jetzt mal. Darauf achten. Achtung, unsere Schuhe benutzen. Ist er tot? Oh ne, da ist er ja direkt vor uns. Warum habe ich den nicht gesehen? Springe ich mal weg. Zünd das Viech wieder an. Sehr schön. Und mit dem Frosch sollten wir jetzt wohl fertig werden. So, okay. Sehr schön. Das lief nicht ganz so rund, aber man muss sich halt noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, neues Zeug. Bitte nicht in das Feuer reinlaufen, das wäre jetzt ein ziemlich doofer Tod. Knallpulver Mann 2. Wirkt gleichen Lavaschaden bei Feld in 5x5 Diamantbereich. Hinterlässt einen Pool mit Lava. Und Reliktsperre. Ah, okay. Muss ich eins auswählen? Ah ja, ist ein Relikt, genau, dann fehlen wir das aus. Was ist das denn? Ein Energierecycler. Für jeweils 10 Treffer werden die MP-Kosten der nächsten Fähigkeit um 100% des Basiswerts reduziert. Okay. Magier-Umhang. Wir nehmen den Umhang. Und den Säbelrasser nehmen wir natürlich mit. Was kann der denn? Ich habe deine Fähigkeiten verbessert, damit du Fähigkeiten von zwei Begleitern gleichzeitig nutzen kannst. Auf diese Weise haben wir eine bessere Chance, Vlad zu besiegen. Okay, Begleiterfähigkeiten 3 und 4. Rückschritt, Schlag, Bewegung nach hinten, zwei Felder und schießen. Okay, 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 okay. Und der Verschlinger.
Das ist nett. Ich bräuchte jetzt aber mal sowas wie einen Halsrank. Das wummernde Geräusch geht mir ganz schön auf den Keks. Sagt mir niemand, dass ich noch was dabei habe. Hier kann ich wahrscheinlich dann getragene Begleiter austauschen, sobald ich mehrere habe. Dann einen hier parken und dann anderen mitnehmen. Je nachdem. Gibt es also wie eine Map? Da. Ihr könnt mich jetzt ja wieder zurückbieben. Das machen wir mal, weil da unten nämlich noch was ist. Das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Schauen wir mal. Ein Eisblock. Na super. Die namenlose Statue. Du bemerkst ein paar Schritte entfernt das Schimmern einer weißen Murmel in der Dunkelheit. Bei genauerer Untersuchung bemerkst du eine engelshafte Statue einer mit Robe bekleideten Frau mit einem Gesichtsausdruck sowohl gelassen als auch entschlossen. Bete mit Ernsthaftigkeit und du sollst gesegnet werden. Ich weiß jedoch, dass Macht nie ohne Leistung gewährt wird. Okay, wir können minus 20 MP, dann kriegen wir plus 30 Trefferpunkte. Oder für mehr Magie. Stärke der Eroberung. Erziele anerzielter Schaden plus 10%. Dafür verlieren wir 15 TP und 10 MP. Na komm, einfach auf irgendwie, ich gehe auf Stärke. Du fühlst dich körperlich erfrischt, du fühlst aber, dass deine geistige Entschlossenheit geschwächt ist. Ja, das ist egal. Das ist egal. Wie kann ich ja nochmal benutzen? Ich hab's doch gerade schon gemacht. So brauche ich gar nicht. Mach's ja einfach über den Map, dann gehen wir nicht wieder hier hoch. So. Naja, trotzdem mal gerne wissen, wo der Dungeon-Ausgang ist oder wann dieser Dungeon hier zu Ende ist. Müssen wir noch in die nächste Ebene vordringen. Sieht das aus wie die nächste Ebene? Also wir waren Ebene 1, dann müsste das jetzt folglich die Ebene. Genau. 2 sein. Ist auch. Turm des Hunger. Wunderbar, aber an der Stelle würde ich sagen, liebe Zuschauer, machen wir einen Cut. Das ist Crown Relicts ab morgen auf Steam erhältlich. Preis kann ich leider nicht so sagen, aber schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da packe ich dann vielleicht den Link rein für alle relevanten Informationen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.